Im vergangenen Jahr lieferten sich US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un einen verbalen Schlagabtausch. Dabei wurde der starke Mann in Pjöngjang auch als Little Rocket Man beschimpft. Ein Gastgeschenk spielt nun darauf an. Bei seinem Besuch in Nordkorea will US-Außenminister Mike Pompeo einem Medienbericht zufolge Machthaber Kim Jong-un mit einer CD des Elton John Hits Rocketman, Raketenmann, überraschen. Die CD soll auf die Bezeichnung Little Rocketman anspielen, mit der sich US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr mehrmals auf Kim und dessen Raketenprogramm bezogen hatte. Pompeo, der nach Pjöngjang reiste, bringe außer der CD auch einen Brief Trumps mit, berichtete die südkoreanische Zeitung Kosun Ilbo unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen in Washington. Die Angaben waren zunächst unbestätigt. Kim habe sich bei seinem Gipfeltreffen mit Trump am 12. Juni in Singapur auch über die Raketenmann-Bezeichnung ausgelassen. Auf die Frage Trumps, ob er den Hit Rocketman kenne, er habe Kim mit einem Nein geantwortet. Trump habe sich daran erinnert und jetzt Pompeo die betreffende CD mit auf die Reise gegeben, schrieb das Blatt. Nach zahlreichen Raketentests und einem weiteren Atomversuch Pjöngjangs hatte sich der Konflikt mit Nordkorea im vergangenen Jahr zugespitzt. Trump hatte Kim unter anderem auch als Irren bezeichnet. Kim beschimpfte Trump unter anderem als geisteskranken, dementen US-Greis. Kim hatte dabei auch seine Bereitschaft zur atomarer Abrüstung bekräftigt. Trump und die nordkoreanische Führung hatten sich gegenseitig mit Drohungen und Wüstenbeschimpfungen überzogen. Das Gipfeltreffen im Juni mit beiden Staatschefs hatte dann aber weiter zur Entspannung im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm beigetragen. Allerdings ist unklar, wie diese gestaltet werden soll. Quelle: NTV. De.